Ich habe Slimy Saplings bekommen. Ja, warum nicht? Ja, weil halt, ne? So, Noch eine Quest zum Abgeben? Was haben wir denn noch zum Abgeben? was Oh, du Saplings? wolltest Hell's Kitchen fertig machen, oder? Nee, Hell's Hell's Kitchen haben Kitchen wir. ist Quest fertig. Ah, du wolltest The End. Genau, ich wollte jetzt, die End habe ich soweit gemacht. Aber es geht noch weiter. Wir brauchen White Mushrooms, Rye, Barley und so weiter. Was haben wir noch? For the Hoarding haben wir, habe ich das schon? Nee, For the Hoarding habe ich noch nicht abgegeben. So, Genau. geben wir mal For the Hoarding ab. Warum bekommen wir 2 Full Hearts? What the fuck? Und wir haben da unten die Stone Storage, weil wir schon Triple Compressed hergestellt haben. Echt, haben wir das schon? Ich habe ein Book bekommen. Ach komm, Useful Reward. Book mit Fortune 3. Yay. Ja, wunderbar. Scheißdreck, Ich frage mich Belohnung. bloß, was wir da nehmen. Sollen wir den Liquid Crafter oder Cyclic Assembler? Ich kenne beide nicht. Warte Muss mal ich ganz dazu kurz. sagen. Ich muss schnell schauen. Was haben wir noch gemacht? Hier, Stone Storage. Triple Compressed Cobblestone, aha. Jeder eins. Ich nehme den Cyclic Assembler. Okay, nehme ich den Liquid Crafter. Und wieder ein komplettes Herz. Wunderbar. So, was wir noch machen könnten. Ich hab da ja Compressed wieder. Sand. Hör mir Kannst du auch auf. kurz herstellen? Ja, warte mal ganz kurz, aber zuerst will ich was anderes machen. Zack. Ich hole mir zweimal Eis. Das müsste, denke ich, reichen. Denn ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Eis abgegeben. Das ist hier mein neues Submit. Nein, das reicht noch nicht. Verdammt. Du brauchst noch genau 52. Verdammt. Egal. Wir haben es. Claim Reward. Eine Epic Reward Bag habe ich bekommen. Oh ja, ich auch. Greater und Epic habe ich jetzt noch. Ich habe Rune of Sacrifice bekommen. Very nice Reward. 4 Stück. Ich gebe die dir mal. Damit wir bald mal unseren Oh. Altar auf Stufe 3 machen können. Female Sacrificed. Okay, dann schau ich mal, was in meiner Bag war. Also einmal eine Greater. Eine Titanium Fishing Rod. Yay. Wow, okay. Und in der Epic ein Flask. Warte. So, die Cyclic Oh mein Assembler kommt Gott, rein. rate mal welche. Welche? Ach, nicht wieder unsichtbar. Oh. Wunderbar. Jetzt hör auf! Geht schon wieder so los. Mein Safari Singlenet kommt mal hier rein in die Kiste. Flux-Infused Pickaxe habe ich auch bekommen. Mit Efficiency 5 und Fortune 5. Okay, warum nicht? Ich habe mit Silk Touch 5. Ich habe eine Sichel mit Silk Touch 5. Ja, genau. Fortune Ich habe noch eine und Fen. Pickaxe. Ah ja, die Pickaxe hat Efficiency in Fortune, oder? Ja, genau. Meins Ja, auch. genau. So, dann hätten wir das auch gemacht. Haben wir noch irgendwas vorbereitet? Lass mich mal schnell schauen. Was brauchen wir hier? Ja, mach mal Clouds, satt. wir brauchen Clouds. Warte mal. Lol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ah, Warte, Sand Storage, ich geb dir mal Compressed kurz Sand. 9 Sand. Und So, dann machen wir den mal ganz kurz zu Compressed Sand. schau, wie es weitergeht. Wurde schon abgegeben? Können wir sie schon abgeben? Wir können schon abgeben. Ich glaube, ich nehme wieder den Liquid Crafter. Ja, dann nehme ich wieder den Cyclic. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Ich auch nicht. Ich schmeiß dir die alle in die Kiste rein. Steht auch noch nichts drin. Okay, muss ich mich mal informieren. So, was hätten wir noch? Sands of Time. Double Compressed Sand. Ich hole mir Was mal ganz soll kurz es? ein bisschen Sand noch. Ja, 9 mal 9 sind es 81. So. Hast du 81 dabei? Ja, ich habe 2 Stacks dabei. Okay. So, so, so. So, so, so. So. So, so, so. Mal gucken. Ach so, oh, wir brauchen 100 davon. 100 Compressed Sand. Ach. Oh, okay, das dauert eine Weile. Ja, nicht so lange, aber okay. Ja, warte mal. Schauen wir mal, was wir da herstellen können. Wir brauchen
100 Double Compressed Sand, what the fuck? Das dauert schon ein Stück. Definitiv dauert es ein Stück. Was machst du da? Ah, was machst du denn da? Ja, Sand komprimieren. Ja, warum drückst du mein Rezept weg? Hab ich nicht. Warum ist hier Sand? Lass mal bitte stehen hier. Alter! Warum drückst du denn mal rum? Lass halt mal. Ich will Sand komprimieren, Mann. Ja, ich mach schon. Ja, mach halt. Ja. Wie hast du das jetzt alles gemacht? Ja. Sag. It's a kind of magic. Wie machst du das? Es ist meine Magie. Echt Blutmagie oder was? Nein. Was dann? Das ist ein kleiner Trick. Ich zeig's dir irgendwann mal. Oh. Gib mir nochmal den Compressed. Nein. Weil du es mir nicht sagst. Zack, fertig. Ich habe noch 16. Submitten. Ich gebe dir noch den Rest von Compressed. What the fuck? Wieso ist der jetzt weg? Egal. Gut. Dann. Heute ist irgendwie voll verpeilt. Weiter. Ja, man muss bedenken, heute ist Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß, es gibt viele unter euch, die keine Fußballfans sind. Also ihr seid schon lange verschoben, wenn diese Episode rauskommt. Genau, also ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Ja, genau. Also weh, ihr spoilert uns. Ja, das ist echt uncool. Sowas wäre nicht nice. Das Eis schmeiße ich mal weg, das brauchen wir nicht. Das Schöne an dem Jetpack ist, man geht nur ganz langsam nach unten, deswegen kann ich jetzt in Ruhe das wegschmeißen. Dann wieder zurückfliegen. Dann begebe ich mich mal durch das Nether. Nee, warte mal kurz, bevor du durch den Nether gehst. Wie wär's denn mal mit einer neuen Rüstung? Was willst du von mir? Ah, ja, Itza. Okay. Ja, wir haben Stahl hergestellt. Ich mache mal einen Stack davon. So, reicht. Und mache jetzt noch die Stahlrüstung, denn das würde zwei Quests gleich mal abschließen. Steel Leggings, wir brauchen noch Steel Boots. Und wir brauchen einen Steel Helmet. Wunderbar. Und das sollte jetzt eigentlich einmal eine Quest bei, war das bei Steel Powered? Mhm. Genau, bei Steel Powered abgeben. Hier eine Reward Bag. Wunderbar. Und dann sollten wir noch eine Quest, dann mal zurück, ganz runter scrollen, bei Bragging Rights machen. Und zwar Armor Smith. Oh. Oh, okay, nein, wir haben nur die Basic Armors fertig. Ja. Jetzt brauchen wir Googles und Boots und. Ach, du Scheiße. Weißt du, wie viel wir in Magie machen müssen, damit wir das kriegen? Wahrscheinlich eine Menge. Aber es soll ja nicht so einfach sein, ne? Was haben wir denn hier für Boots? Plastic Boots. Okay, die sind leicht. Sonar Goggles. Sonic Glasses. Okay. Alter. Jo. Okay, das wird also eine Weile dauern. Eine Quest geschafft. Wunderbar. Und noch eine können wir anfangen. Und das wäre hier auch bei Steelsmith, war das, oder? Stahl, war das. Ja, ja. Deep Tank Controller, das wird aus Scorched Bricks und einem Lapis Lazuli gemacht. Magst du das rausnehmen, bitte? Ich habe zu wenig Platz. Ja. Okay. So. Schauen wir doch mal, ob da noch was... Nee, das war's. Wunderbar. Claim Reward. So, ich habe eine Basic und eine Good bekommen. So. Drying Racks habe ich bekommen. Not so good reward. Wunderbar. Und? Wie macht man das? Wie findet man die zusammen? Hey, was machst du mit mir? Hör auf, mir ist voll. Das ist mein Reward. Wow, okay. Crafting Grid. Wie mache ich denn das zusammen? Im Crafting.
Fenster. Im Crafting-Fenster? Im Crafting-Fenster. Und dann? Wenn es nicht seitlich geht, probier es hochkant. Ah, okay. Wunderbar. So, jetzt wartet. F7 war das? Oder nee, F5 war's. So. Ich sollte vielleicht den Hover-Modus auch wieder einschalten. Geil. Wunderschön. Brauchst du deine Items noch oder soll ich sie aufräumen? Kannst du aufräumen. Hopseed Saplings, okay. Wunderschön, aber sinnlos. So, das kommt hier rein, das kommt da rein. Die Ender Lily Seeds werde ich hier reinschmeißen. Ach du Scheiße, was tue ich denn die Steel Leggings rein? Wir haben gerade keinen. Haben wir noch einen Ständer? Hm? Wo wir noch einen Rüstungsständer haben? Ja, ist noch einer unten. So, wunderbar. Das kommt dann hier hin. Und 1, 2, 3, 4. Wunderschön. Die kommen dann natürlich auch noch woanders in die Rüstungen. Also das ist das jetzt nicht ihr Endlagerplatz. Warum nicht? Ja, die kommen ins Schloss. Ach so, okay. Nein, wir machen kein Schloss. Alter, jetzt hättest du mich beinahe erwischt. So, ich räume mal ganz kurz mein Inventar auf und dann gehen wir in den Nether, denn das ist auch eine Quest. Ja. Das machst du bitte alleine. Für was auch immer die Drying Racks sind. Denn das Problem an seinem Server ist, er hat kein Problem in den Nether zu gehen. Aber bei mir dauert es eine Zeit lang und ich will da nicht unbedingt gleich am Anfang sterben. Ja, es ist generell so, wenn man halt jemanden in den Server hält, wer das bei anderen schon auf dem Server wartet, die kennen das wahrscheinlich schon. Es dauert einfach ein bisschen Zeit, bis man mit den ganzen Sachen interagieren kann, bis alles geladen hat. Und was man zum Beispiel sehr krass merkt, ist, wenn man auf den Server dann geht und eine Kiste öffnen will, dann wartet man oftmals gute 30 Sekunden, bis der Server einen erstmal fertig geladen hat. Wo hau ich denn die Diamond House Armor rein da? Das hier kommt auch mal da rein. Dauert es einfach mal 30 Sekunden und das gleiche würde beim Nether passieren. Das heißt, wenn irgendeine Kreatur ihn angreifen würde, dann würde es erstmal 30 Sekunden ungefähr dauern, bis er das sehen würde, dass eine Kreatur ihn angreifen würde, wenn er in den Nether gehen würde. So, aber... Hat unser Leben ein bisschen erhöht. Wie meinst du das? So, wie ich es gesagt habe. Okay, wie auch immer. Ich nehme mir mal 2 Stacks Obsidian mit, auch wenn das ein bisschen wenig sein wird. Aber, weißt du, ob auf dem Server generell keine Explosionen irgendwas zerstören oder war das nur bei den Creepern? Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann schaue ich jetzt einfach mal, wo wir im Nether spawnen. Ich habe schon etwas Angst, muss ich sagen. Aber das ist egal, wir gehen durch. Und dann schaue ich, dass ich das Nether-Portal relativ sicher hinkriegen werde. Okay. Das Nether-Portal... Boah, wir sind im Nether drin. Schaut eigentlich echt sicher aus. Ist drauf, dass hier lauter Pick-Zombies sind. Ja, Vorsicht, die sind aggressiv. Es sind viele aggressive dabei. Ist auch verzaubert. Rare Bloodsucking... What the fuck? Bloodsucking Pick... Zombie, the deadly chalice. Lifesteal. Okay, und hier ballert schon irgendwas. Du kannst dir selber einen Gefallen tun, mach dir erstmal eine sichere Unterkunft. Das habe ich vor. Komme ich nämlich mit in den Nether. Aber ich will jetzt erstmal die beiden Pick-Zombies wegmachen. Ich nehme auch Munition mit, die wir da verballern können. Alter, was hat der? Der hat Poison, okay. Man sieht schon, die haben auch mehr Leben als andere. Irgendwas verbrennt mich hier auch. Ich wollte jetzt erstmal diese Pick-Zombies da wegmachen. Komm her. Komm her. Okay, den einen kaputt gemacht. Komm her. Nee, egal, ob den vergibt es. So, was haben wir hier? Goldnuggets, okay. Kein Problem mit Netherrack. Würde ich sagen. Ich habe einen Zombie-Pigman-Head. Sonst nur Rotten Flash und eine Blaze Rod bekommen. Okay, cool. Blaze Rod? Ja, oh. Ich habe eine Blaze Rod bekommen. Aus irgendeinem Grund. Oh, so, das heißt, ich mache jetzt hier erstmal einen einigermaßen sicheren Untergrund.
für uns. Damit ich auch sicher in den nächsten spawnen kann. Ja, richtig. Ich mach jetzt hier erstmal so ein bisschen. Bist du freundlich oder? Ja, du bist der One-Up-Ninja. Sehr geil. Ja, wenn Ninjas bedeuten einfach nur, wenn ich sie schlage, dann können sie hinter mir auftauchen. Lol, die droppen alles. Der hat mir gerade eine Enderperle gedroppt. What the fuck? Okay. Ninjas bedeuten, die verschwinden einfach und tauchen dann hinter einem wieder auf. So, erstmal hier den Boden ein bisschen wegmachen. Das, nee, halt, das passt eigentlich schon so, die Höhe. So. Da mache ich gleich mal eine Wand dahinter. Dann können die uns hier schon mal nichts mehr anhaben. Was ist das hier? Okay, mal Lilium braucht man hier als Harvest Level. Sehr geil. Ich komme gleich nach. Ja, es ist relativ sicher. Man sieht schon, hier bekommt man auch Mushrooms. Warum nicht? Die leuchtenden? Ne, das waren normale. Vom Mobs. Okay. Nein, am Boden. Oh. So. Kann sogar relativ sicher hierher kommen. Naja, okay. Relativ. Tatsächlich? Ich bin schon hier. Okay. Dann, ich habe Obsidian deshalb bei 2 Stacks. Könnten wir Wände damit machen. What the fuck? Ich bin... Alter, hast du mich gerade geschlagen? Nein, das ist der Pac-Man hier unten. Ja, der hat nämlich... Quicksand Gravity Darkness. Ja, der hat Darkness. Ich war gerade blind und bin ins Feuer reingefallen. Oh, fuck. Das war ich, sorry. Nicht zu zweit. Okay. Einer nach dem anderen. So, was hat der gedroppt? Ich sehe es nicht. Ein Boot. Warum Markus, nicht? Markus, ich habe Ablenkung mitgebracht. Wunderschön. Nessa Dia Diamond Ore. Okay. Nether Diamond. Okay. Nether Diamond, ja. Ja, okay. Also ich glaube, Rohstoffe brauchen wir eigentlich nicht hier. Das glaube ich auch nicht. Aber ich werde jetzt hier erstmal so ein bisschen Netherrack abbauen. Und oh, wir sollten vielleicht unseren Rückpunkt sichern. Einfach mal markieren. Mhm, das könnten wir mit dem Wegpunkt nach. Aha. Könnten wir das wirklich machen. Ich mag jetzt hier die Rohstoffe gar nicht. Ich jetzt an. Ich sehe es nicht, ich brenne nur. So, ich baue jetzt hier mal. Ah, ich höre einen Gast, oder? So. Dann möchte ich jetzt hier erstmal den Weg erstmal abschotten. Das ist kein Weg für uns. Wir werden dann anders weitig entlang gehen. So, ich suche jetzt auf jeden Fall mal diesen Punkt, den wir im Nether erreichen müssen. Okay. Ach, da müssen wir an eine bestimmte Stelle, oder was? Minus 149, 60, 185. Warte, dann machen wir das 100, zuerst, würde ich sagen. 80. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz einen Wegpunkt setzen. New Waypoint. Portal. Done. Man sieht, hier sieht man jetzt auf der Map einen Wegpunkt. Wo müssen wir hin? Moment. Ich schau grad. Minus 149. 60, 185. Das heißt, in diese Richtung. Und... Visited. Steht bei mir schon dort. Du hast es schon besucht, oder? Ja, ich versuche gerade hinzukommen. Du warst schon. Die Quest ist abgeschlossen. Hab ich's? Ah, ja. Hab ich ihn genau gefunden jetzt. Wunderbar. Ah, so. Claim Reward. Perfect. Das war nur Basic. Sehr schön. Jo. Was war drin? Ach du Scheiße. Wieder ganz viele Bricks. Ganz, ganz viele Bricks. Ich habe einen Schmetterling dafür.